So, heute haben wir eine kurze Replik für euch auf Lager, was unseren letzten Trainingscycle betrifft, aus unseren 10 Grexy Trainingscycle. Der erste war ET. Sexy ET Squat, das heißt Power generieren über 90 Grad. Der zweite war der VIP Press, Nomen est Omen. Das ist nicht angesteckt. Nomen est Omen, da ging es um den Press. Und jetzt im letzten Cycling, letzten 4 Wochen, ging es um den inneren Muskelanteil-Part, internal Torque-Teil vom Squat. Was haben wir alles gemacht? Gehinged, gesandbag-squatted, Lunges, Yoke-Carries, vieles. Warum ist das so wichtig? Vielleicht beginnen wir von vorne. Die Burschen machen einen Lärm. Nach unserem Fine-Stress-Use-Prinzip. Fine heißt Muskeln, Stress heißt Movement-Pattern und Use heißt Übungen. Ja. So, und jetzt ist der Squat per se, also die Übung, sagen wir mal Barbell-Back-Squat, eine Kombination aus logischerweise verschiedenen Muskeln, aber auch verschiedenen Bewegungsmustern. Und damit relativ komplex. So, was wir in den Cycling probieren, ist jetzt, die Sachen runterzubrechen und Muskeln, die wir jetzt vor allem für die Phase der inneren Muskelkette beim Squat brauchen, herauszufiltern und zu aktivieren. Zum Beispiel, worauf haben wir uns jetzt konzentriert, inneren Beinbizeps, Gesäßmuskel, Obliques, bei mir auf der rechten Seite, weil das eine Weakness von mir war. Und zum Beispiel mein linker innerer Beinbizeps feuert nicht so wie mein rechter. Das haben wir im Warm-up immer gemacht. Wie haben wir das aufgewärmt? Ein bisschen gestretched oder? Das ist gar nicht so lange. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Das ist letzte Woche gewesen. Also wenn man einen Muskel finden will, kann man dem Körper nicht leise ins Ohr flüstern und sagen, ich hätte gerne, dass du den verwendest. Sondern muss ich einmal bewusst sein, wo ist der Muskel, B, man muss sich bewusst sein, okay, bei welcher Bewegung verwende ich den und C, muss man einen Stimulus verwenden, der mir erlaubt, hier eine Veränderung hervorzurufen. Das heißt, zum Beispiel für den inneren Beinbizeps, aber verschiedene Übungen, wo der nicht automatisch funktioniert, aber wo ich meine Chance immer größer mache und erhöhe, dass die irgendwann zum Feuern beginnt. Ja, zum Beispiel, indem ich einen Ball zwischen den Oberschenkel presse, eine gewisse Form des Squats mache, die Ferse vom Boden weggebe, über einen gewissen Zeitraum kombiniert mit isometrisch, unkonzentrisch und exzentrisch Fokus drauf und über die Zeit fängt dann der Kollege langsam zum Arbeiten an. Wenn man weiß, was man macht. Was ist das Ziel von dem Cycle gewesen eigentlich? Besser zu werden. Ja, und was heißt besser werden? Machen wir das am Gewicht fest, wie viel wir squatten können? Das ist ein Faktor, ja, auf den du dich beziehen kannst, aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass du probierst, besser zu werden im Ansteuern der Muskulatur, die du verwenden möchtest und probierst einfach Kettenglieder mit dazu zu nehmen, wo du normalerweise nicht das Gefühl hast, dass sie mitfeuern. Ich stelle mir mal vor, es geht alles vom Bauch aus und umso besser ich meinen Bauch ansteuern kann, egal bei welcher Übung, spüre ich es auch in der Muskulatur besser, die dann im Endeffekt arbeiten soll. Eigentlich, wenn man es jetzt runterbrecht, ist es eigentlich ganz simpel. Ja? Aber wir haben jetzt zum Beispiel Weighted Lunges gemacht, Weighted Front Rack Lunges, wir haben einen Yoke Carry gemacht, wir haben Sandbag Squats gemacht, wir haben Sandbag Front Squats gemacht. Eine ganze Menge. Eigentlich geht es darum herauszufinden, welches von den Muskeln, was mein Fokus für die 4 Wochen ist, also von den Squat-IT, von den 5 Muskeln, die da wichtig sind oder primär im Fokus sind, welche verwende ich bei welcher Übung nicht und die dann zum Feuern zu bringen. Weil bei einem Lunge funktionieren bei mir zum Beispiel der Hintern ganz gut, aber mein innerer Beinbizeps überhaupt nicht. So. Das heißt, mein Ziel für den Lunge war, besser werden für mich beim Lunge heißt, Punkt 1, ich will meinen inneren Beinbizeps verwenden. Punkt 2, ich will eine Anzahl oder eine Länge vom Lunge machen, die unangenehm für mich ist, aber so, dass ich mich noch darauf konzentrieren kann, was ich da gerade verwende. Und ich will so viele Sätze machen, dass es über meiner Komfortzone drüber hinausgeht.
wieder ohne den Kompromiss einzugehen, einfach diese 6 Längen oder 10 Längen einfach abarbeiten zu wollen und das dann irgendwo zu spüren. 6 waren es. Keine 10. Ja, 6 Sätze waren es. Ich glaube, 6 Sätze ist eine gute Zahl. Es könnten auch 5 oder 7 sein, aber so 1-2 Sätze, das geht immer. Ja, da ist jetzt der Überwindungsfaktor oder der Adaptionsprozessfaktor nicht wahnsinnig hoch. Der dritte ist schon so, dass ich denke, na gut, also den dritten kann ich schon auch machen. Und ab dem vierten, fünften, also für mich speziell war der vierte immer extrem unangenehm. Weil du hast die Hälfte, aber du hast noch die Hälfte vor dir, was da alles durch deinen Kopf geht. Das sechste geht dann wieder, weil das ist der letzte. Also so 4, 5, eigentlich ist der vierte Satz der schwierigste Satz, meiner Meinung nach, oder zumindest für mich gewesen. Ein großer Vorteil davon ist auch, dass man lernt, sich einfach auf gewisse Sachen für einen Zeitraum zu konzentrieren. 3 Sätze funktionieren auch ohne, dass ich mich groß konzentrieren muss. Dem vierten wird mir Fahrt im Kopf und dann muss ich wirklich anfangen zu arbeiten. Und dann beginnt eigentlich dieser Trainingsprozess erst richtig für mich. Und ich muss ehrlich zu mir selbst sein, weil ich könnte wahrscheinlich eine Länge Lunges mit 50 Kilo machen, aber sicher nicht 6 Längen. Ich könnte 6 Längen mit 20 Kilo logischerweise machen, aber weiß eigentlich, dass der Stimulus für mich nicht hoch genug war, um irgendwas zu verändern. Das heißt, diese 6 Sätze erlauben mir, ehrlich zu mir selbst zu sein und zu schauen, wie ernst ich das mit Verbesserung wirklich meine. Arbeite ich einfach diese 6 Sätze ab oder arbeite ich jetzt einfach das ab, was mir irgendwer aufgeschrieben hat, was das Gewicht betrifft, oder gehe ich vielleicht manchmal vom Gewicht zurück. Du hast zum Beispiel in der zweiten, dritten Woche. Erste Woche hast du mit 30 Kilo, glaube ich, gemacht. Korrekt? Die Lunges? Mhm. Die haben wir in der ersten Woche mit den Kettlebells gemacht. Genau. Und dann haben wir geswitcht auf Sandsack. Stimmt. Warum? Weil es sich schwerer anfühlt. Also man konnte besser den Bauch verwenden währenddessen. Und besser dann wiederum die Beine ansteuern. Ja. Ich habe es die ersten Wochen mit 2x24 Kilo Kettlebell gemacht, war brutal anstrengend, aber ich hatte eher das Gefühl, dass es für meinen Oberkörper anstrengend ist als für meine Beine. So. Und dann habe ich es eine Woche mit dem Sandbag ausprobiert, ich glaube mit 30 habe ich begonnen. Oder habe ich mit 25, ist ja wurscht. Also 25 oder 30 habe ich begonnen. Dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert für meinen Oberkörper besser, das heißt, ich kann mich mehr auf meine Beine konzentrieren und meinen Fokus, wie Inside-Bein-Bizeps da reinzubekommen. Da habe ich die dritte Woche 35 gemacht und die vierte dann auch. Und du hast das irgendwann auch geswitcht. Ich habe von Anfang an, in der ersten Woche habe ich 30 und dann 40. 40. Gut. Das heißt, wir passen das Gewicht dem an, wie sich das anfühlt, was ich gerade mache. Also es geht nicht darum, möglichst schwer oder möglichst leicht zu machen, sondern genau diese Balance zu finden zwischen, okay, ich habe ein Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Das heißt, nicht bei jedem Schritt habe ich das Gefühl, ich ende im Nirvana, weil ich da 60 Kilo drauf habe, aber auch nicht 10 Kilo, wo ich mir das Gefühl habe, okay, ich könnte jetzt mal auch die doppelte Länge gehen. Und das ist das Schöne am Training, das muss man selbst herausfinden. Wichtig auch noch, das sieht man manchmal bei einigen Leuten, finde ich, dass sie anfangen mit dem Gewicht X und die letzten 2 Durchgänge sagen sie jetzt beiße ich aber an dem 5 Kilo mehr oder so. Das ist aber nicht Sinn dahinter. Entweder mache ich alle 6 Durchgänge mit diesem Gewicht, wo ich beißen muss und wenn ich weiß, das ist nicht möglich, dann nehme ich halt ein bisschen weniger, wo ich aber gerade noch beißen muss. Das ist ein wichtiger Punkt. Diese Konsistenz mit einem Gewicht, was machbar ist, was aber challenging ist. Und das ist, glaube ich, eines der größten Learnings der 4 Wochen ist, das herauszufinden, was dieses Gewicht ist. Daraus ist auch die Gewichtssteigerung bei uns entstanden im Endeffekt. Mhm. In der ersten Woche hatte ich 30 Kilo und habe gemerkt, ja, es geht ganz gut und mir war wurscht, ob ich jetzt den 6. auch noch machen muss. Dann habe ich den 6. aber mit 40 Kilo gemacht und dann stand fest, dass ich ab jetzt an immer 40 Kilo nehmen muss. Warum Lunges? Ich hasse Lunges. Für mich gibt es keine schlimmere Übung als Lunges. Vor allem Front-Drag-Lunges sind das für mich das Dreckigste, was es auf dieser Welt gibt, um die Beine zu trainieren. Ich mache lieber Schlitten vorher. Sandbag-Squats sowieso. Geht schneller, ja. Geht schneller, ja. Der Lunge ist halt technisch gesehen mehr ein Hinge als ein Squat.
So, das mag jetzt viel verwirren. Das heißt, wir haben auch deswegen Lunges gemacht, weil ich für meinen Lunge, eben weil es ein Hinge ist, halt mehr Chancen habe, die innere Muskelkette zu verwenden, als wenn ich jetzt zum Beispiel Barbell Back Squats mache oder weiß ich nicht, Goblet Squats mache. Deswegen haben wir zum Beispiel die Lunges genommen. Du hast gesagt, wir haben Yoke Carry gemacht. Erste Woche 6 Sätze 20 Meter. Zweite Woche 6 Sätze 40 Meter. Dritte Woche 6 Sätze 60 Meter. Und vierte Woche 6 Sätze 80 Meter. Ja, viel länger, genau. Der Sinn dahinter war, dass wir möglichst viel Zeit unter Spannung, und gehen ist auch ein Hinge. Mini-Hinge. Also es ist mehr als ein Squat. Bei das Bewegungsmuster-Squat ist, dass ich meine Hüfte locke, das heißt quasi nach außen rotiere und äußere Spannung finde. Und das ist keine gute Idee, weder fürs Laufen noch fürs Gehen und schon gar nicht für den Yoke zu tragen. Und das auch von der Distanz her so zu steigern und immer mehr Zeit unter Spannung zu verbringen. Weil unsere innere Kette eben viel Zeit unter Spannung braucht, um ihre Grundfunktion auszuüben, nämlich zu halten und zu bremsen quasi. Wie angenehm war das für dich in der letzten Woche? Wir haben das noch nie gemacht, muss man dazu sagen. Ich habe noch nie einen Yoke 80 Meter getragen oder 60. Bis zur zweiten Runde ging's. Dann war es echt zach. Dann habe ich gefragt, wie viele Durchgänge wir machen. Weil ich habe gehofft, wenn wir jetzt 4 Längen machen, dass wir keine 6 Durchgänge machen. Aber wir haben doch 6 Sätze gemacht. Es wurde brutal anstrengend am Ende. Aber du wusstest es doch, dass wir 6 Sätze machen. Ich meine, ich weiß schon, warum du gefragt hast, oder gehofft hast, dass ich sage 4. Aber du wusstest, dass wir 6 Sätze machen müssen. Ja, das war einfach vom Kopf her war es sau anstrengend. Es hat sich geil angefühlt, aber es war sau anstrengend, einfach die 80 Meter jedes Mal zu machen. Und dann noch ein Durchgang, dann noch ein Durchgang, dann noch den letzten Durchgang. Ja. Ich kann mich erinnern an die letzte Woche. Okay, so jetzt haben wir den Cycle hinter uns gebracht. Ganz viele Sachen noch dazu gemacht. Das Programm gibt es auch online nachzuschauen im Greg's Club. Was sind jetzt die Learnings draus? Wir sind jetzt in der Woche danach, wo wir immer so eine, was soll man sagen, ich würde sagen Recovery Week. Du sagst das nicht. Also wir probieren in Wahrheit Dinge für den nächsten Cycle aus. Ein paar Sachen zu aktivieren, ein bisschen Spaß zu haben im Training, da mal ein paar Curls, da mal ein paar Squats, da mal was auch immer, was wir vielleicht auch schon lange nicht gemacht haben. Was sind deine persönlichen Learnings jetzt auch, was deinen geschundenen Körper betrifft? Im Endeffekt sind wir ja, war das unser dritter Zyklus, den wir abgeschlossen haben? Der dritte Zyklus. Im Endeffekt 12 Wochen trainieren wir jetzt. 2 Transition Weeks dazwischen, das heißt 14 Wochen Training, und so lange habe ich noch nie trainiert am Stück im Endeffekt. 5 Tage die Woche, 14 Wochen lang, okay, vielleicht war mal 1-2 Tage Pause zwischendurch oder so, aber so viel am Stück habe ich noch nie trainiert. Und ich fühle mich jetzt, am Anfang eines Zyklus geht es mir mal super, ich bin motiviert, freue mich drauf, und der Muskelkater wird einfach immer mehr, aber nicht im Sinne von, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, weil ich eingeschränkt bin durch die Muskelkater, sondern ich werde einfach müder und müder und müder. Bisher war es so, dass immer in der Transition Week relativ gut wieder erholt hat, aber jetzt merke ich einfach, ich bin müde. Mhm. Vielleicht solltest du die nächsten paar Tage mal nichts machen. So viel dazu, dass wir in 30 Minuten mit dem Training beginnen. Zumindest mal das Wochenende nichts machen. Meine, lieb, dass du fragst, meine Learnings aus dem Cycle ist, mein Körper verändert sich. Und zwar, ich merke das sofort. Dass es ein guter Cycle war, wenn meine Hüfte beginnt zu ziehen, wenn mein Rücken beginnt zu ziehen, aber jetzt keine Schmerzen oder so, sondern ich merke, in meiner Hüfte verändert sich was. Das heißt, ich habe offensichtlich irgendwie was Gutes gemacht, habe gewisse Muskeln aktiviert, penetriert, ich habe fokussiert, wo meine Schwächen sind, links versus rechts, Muskeln etc. Ich merke, mein Unterkörper verändert sich. Jetzt vielleicht nicht visuell,
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Was meinst du mit verändert sich? Weil zu mir hast du im Training gesagt, der tut einfach alles weh. Ja, aber es gibt drei unterschiedliche Arten, wie man was wehtun kann. Es ist Muskelkater, das bezeichnet nicht das Wehtun, sondern das ist halt einfach so. Das zweite ist, ich habe akute Schmerzen, das heißt stechende Schmerzen in Gelenken. Das wollen wir auch nicht unbedingt haben. Und das dritte ist, das was ich jetzt habe, ist eine Mischung aus Muskelschmerzen und einem extremen Zug auf Gelenken, der aber nicht wehtut. Oder ich merke, dass manche Sachen, es fühlt sich an, als ist eine Mischung zwischen Muskelkater und irgendjemand versucht, meine Hüfte neu einzurichten. Eigentlich fühlt es sich so an, wie wenn ein Osteopath die ganze Zeit auf meiner Hüfte drauflegen würde und versucht, irgendwelche Sachen zu manipulieren. Probiert es wieder an richtigen Ort und Stelle zu bringen. Und das ist eigentlich mein Key-Learning jetzt aus dem ganzen Ding heraus, ist, ich merke, dass ich besser werde. Ich merke es, ich kann es spüren, ich merke, wie ich anders laufe, ich merke, wie ich anders eine Treppe hinaufgehe. Es fühlt sich kompakter an, es fühlt sich richtiger an, es fühlt sich nach einer richtigeren Bewegung als vorher. Ich glaube, genau das ist auch einer der Gründe, warum wir 6 Durchgänge von manchen Übungen machen, von unserem Main Movers oder von unserem Fokus, wo es gar nicht darum geht, dass ich jede Woche mehr Gewicht nehme oder sonst irgendwas, sondern ich probiere immer besser zu werden im Ansteuern, im Ausführen. Und wenn ich merke, okay, da verändert sich nicht mehr viel, ich muss nicht immer mehr Gewicht nehmen, um etwas zu verändern. Ich kann es in anderen Geschwindigkeiten machen, ich kann Pausen einbauen, ich kann die Range verändern, ich kann den Winkel verändern, es gibt 1000 Möglichkeiten, um in einer Bewegung besser zu werden, ohne mehr Gewicht verwenden zu müssen. Für mich der Hauptgrund, wie ich diese 6 Sätze ordentlich machen konnte, war, weil ich mir gesagt habe, ich weiß, wie lange es braucht, damit mein Körper eine Veränderung hervorruft, und ich weiß, dass das nicht mit 2 Sätzen erledigt ist. Ich weiß, dass das wahnsinnig unangenehm ist, dass das extrem wehtut. Ich meine, ich habe jedes Mal 2, 3, 4 Tage Muskelkater von diesen geschissenen Lunges gehabt. Ja, das hat sich jetzt nicht wahnsinnig gut angefühlt, aber ich muss das in Kauf nehmen, weil ich weiß, okay, so schauen Veränderungsprozesse aus. Nämlich, okay, ich muss sinnvoll durch diese 6 Sätze durch. Ich muss meinem Körper einen Muskelkater verpassen, damit er weiß, okay, das habe ich aktiviert, dass das mein System lernt. Und am nächsten Tag wird wieder trainiert, sinnvoll wieder trainiert, damit ich beginne, diese Sachen zu verwenden. Wie viel Arbeit, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ich weiß, wie viel man da reinstecken muss. Und die 6 Sätze sind halt ein Sinnbild oder ein Abbild davon, wie viel Arbeit es braucht, um Veränderungen hervorzurufen. Der Körper ist ein Phänomen, der passt sich an alles an. Wenn du jetzt die nächsten 3 Jahre lang schief gehen würdest, ist das nach 3 Jahren für dich normal. Das, glaube ich, habe ich zu dir gestern oder vorgestern gesagt. Ich habe das Gefühl, ich gehe schief mit meiner Hüfte. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man so trainiert wie wir, ist, dass sich etwas verändert, weil es fühlt sich nicht mehr normal an. Weil ich gehe ja nicht schief, sondern ich habe das Gefühl, es ist schief. Das heißt, irgendetwas korrigiert sich da in meinem Körper. Und dadurch, dass ich keine akuten Schmerzen habe, sondern immer besser werde und immer kräftiger wäre und Probleme weggehen, anstatt dass neue entstehen, weiß ich, dass wir im richtigen Weg sind. Was kommt als nächstes? Der Rumpf kommt als nächstes. Das heißt, die Kombination, wenn wir da fertig sind, schreiben wir das Programm. Ab nächster Woche geht es mit dem Rumpf los. Das heißt, Vorderseite, Körper, Rückseite, Körper, Core-Training, würden die meisten sagen. Das geht uns aber nicht weit genug. Das heißt, vom langen Hüftbeuger, untere Bauchmuskeln, Obliques, wie verwende ich die, Unterschied zu dem Sixpack, wann ich den verwende, in Kombination mit den externen Obliques, internen Obliques hinten, was machen die Rückenstreckerwand, was macht der Latwand, das wird die Reise nächsten 4 Wochen sein und gehe nicht davon aus, dass es mit weniger Muskelkater verbunden ist als bisher. Super. Das Schöne ist, wir haben jetzt schon Bauchmuskelkater von der Woche vom Ausprobieren und es wird nicht besser werden. Aber davon werden wir ein anderes Mal berichten. Und dann rein in die Trainingssachen. So ist es. Bis bald.